Also wir sprechen jetzt über die Pendant-Gemälde, ein Phänomen, das sich im 18. Jahrhundert besonderer Beliebtheit erfreut. Das Phänomen ist im 18. Jahrhundert tatsächlich weit verbreitet. Es kommt in der Monumentalmalerei vor, es kommt aber auch in der Tafelbildmalerei vor, ist dann vielfach auch für Gemäldesammlungen bestimmt gewesen. Einige Beispiele können Sie hier im Rahmen dieser Ausstellung sehen. Das Phänomen ist aber im 18. Jahrhundert nicht neu, sondern hat eine längere Tradition, die vor allem in der Kirchenausstattung ihren Schwerpunkt hat. Dort sind nämlich in den Chorseitwänden vielfach Gemälde angebracht worden, die sich links und rechts des Altares gegenüberstehen und dann etwa alt- und neutestamentliche Ereignisse zeigen, die aufeinander verweisen. Tiepolo konnte solche Bilder in Venedig selbst zu Gesicht bekommen, wenn er etwa in die große Kirche San Giorgio Maggiore gegangen ist. Dort war von Tintoretto das Abendmahl Christi mit der Mannerlese aus dem Alten Testament gegenübergestellt worden. Tiepolo selbst hat in seinem Schaffen vielfach von diesem Pendant-Format Gebrauch gemacht, insbesondere in der Monumentalmalerei. Die Villa Cordellina in der Nähe von Vicenza etwa zeigt eine Gegenüberstellung von der Familie des Darius vor Alexander und dem hochherzigen Verzicht des Scipio. Solche Gegenüberstellungen sind auch keinesfalls neu von Tiepolo entwickelt worden. Da gibt es immer schon Vorläufer, die auch besonders für Maler solche Gegenüberstellungen empfohlen haben, etwa um bestimmte Tugenden der Auftraggeber durch diese Sujets hervorzuheben. Was bei Tiepolo nun neu ist, ist, dass er diese alte Tradition von Gemälden, die man als Paare auffasst, die man etwa auch in einer Gemäldegalerie als Pendants, als Paare präsentieren konnte, und er nun diese alten Themen, die bereits von Künstlern früherer Generationen illustriert worden sind, aufgreift, sie aber auf eine besondere künstlerische Art ausgestaltet, also diese Form der Zwei, wenn man mal so sagen kann, nutzt, um aus einem Spiel von Ähnlichkeiten und Unterschieden, die sich in der Malweise, in der Farbgebung, in der Licht- und Schattenführung dieser Gemälde ergeben, einen besonderen Reiz für den Betrachter zu schaffen, diese Gemälde genauer zu betrachten, zu vergleichen, abzustimmen, Dinge zu entdecken und sich dabei viel mehr in die Kunst und in die Kunstfertigkeit zu vertiefen, als sich an diesen doch eher altmodischen Geschichten zu erbauen. Wir können vielleicht ganz kurz mal einen Blick auf dieses Gemäldepaar werfen, das Giambattista Tiepolo während seiner Jahre in Würzburg für Balthasar Neumann ausgeführt hat, und man kann sich wunderbar vorstellen, dass diese Pendants in der Gemäldesammlung von Balthasar Neumann auch eine Präsentationsform gefunden haben, wo die Bilder entweder nebeneinander an der Wand, so wie hier, oder an gegenüberliegenden Wänden gezeigt wurden. Wenn wir uns diese beiden Gemälde anschauen, können wir beispielsweise auf den ersten Blick direkt erkennen, dass im Zentrum der Darstellung Frauen mit üppigen Gewändern zu sehen sind. Das ist nicht zufällig, sondern es hat für Tiepolo geradezu einen Anlass geboten, um diese Gewänder mit üppigen Stoffen zu nutzen, großflächige Farben im Bild unterzubringen. Und diese Farben sehen Sie hier auch besonders schön, wie sie sich gegen die erdfarbigen, dunkleren Hintergründe
abgrenzen. Sie kommen also zum Leuchten. Sie sehen das Rot hier im Mantel der jungen Frau oder im Kleid der jungen Frau. Und Sie sehen hier ein silbrig schimmerndes Gewand mit einer Umrahmung aus Gelb-Akzenten und dann in der männlichen Hauptfigur eine große strahlende rote Fläche, die einen Akzent, einen farbigen Gegenpol zu dieser knienden Gruppe schafft und gleichzeitig so etwas wie ein Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Rottönen etabliert. Wenn man jetzt auf das gegenüberliegende Gemälde schaut, dann sieht man hier, dass einige dieser Farbtöne durchaus wieder auftauchen, etwa das Gelb, was in dem Umhang der älteren Dame hier zum Tragen kam, ist hier in der Rüstung des männlichen Protagonisten zu sehen. Und auch hier haben wir einen großen roten Umhang, der an dieser Stelle eine Umrahmung dieses Gelbes liefert, so wie wir in dem anderen Gemälde auch zwei Rotpole haben, die dieses Gelb umschließen. Also solche Analogien und Differenzen, also solche Spiele aus ähnlichen Farben, die dann doch aber wieder anders kombiniert werden, können Sie an weiteren Exemplaren in dieser Ausstellung selbst beobachten und entdecken. Und auch nach der Ausstellung haben Sie im Kaisersaal der Würzburger Residenz Gelegenheit, Tiepolos Farbabstimmung, Kontrastierung und Wechselspiele im monumentalen Format zu betrachten.